Liebe Freunde der guten Unterhaltung, wir sind wieder zurück hier bei Let's Play Sleeping Dogs. Die schlafenden Hunde sind ziemlich wach und düsen hier durch die Gegend, nachdem wir in der letzten Folge diese überragende Stadtrundfahrt hatten und jetzt hier wieder gemütlich durch Hongkong pesen. Was heißt gemütlich? Mit Vollgas natürlich, wie es sich gehört. Mittlerweile kann ich sogar mit der Tastatur fahren. Ich habe es, glaube ich, ganz gut gelernt mittlerweile. So, dass wir der nächsten Verfolgungsjagd in nichts nachstehen werden. Und wir haben ja wirklich in der letzten Folge die ganze Stadt hier mal so ein bisschen erkundet. War wirklich ganz cool. Man muss sagen, ey, die haben sich hier wirklich Mühe gegeben, die Entwickler. Bei der Stadt, die ist definitiv detailliert. Natürlich sind hier ein paar Texturen ein bisschen matschig, ein paar Texturen nicht so ganz geil ausgebaut. Ein paar Sachen auch ein bisschen fragwürdig von den Quests her. Und wir spielen ja erstmal 10 Folgen und danach stimmen wir dann gemeinsam ab. Wahrscheinlich wird die Abstimmung auf Facebook laufen. Ich warne euch jetzt schon mal vor, ob wir dann Sleeping Dogs nach Folge 10 weiterspielen werden oder nicht. Ja? Ich habe auf jeden Fall Spaß am Game, hätte aber auch Spaß an einem anderen Spiel. Und es geht ja darum, dass wir auch gemeinsam hier daran Fun haben. Es bringt ja nichts, wenn ich hier Let's Plays raushaue und die guckt keiner oder will keiner sehen. Obwohl, ich muss sagen, jetzt seitdem ich so ein bisschen den Open-World-Faktor hier mal angeschnuppert habe hier in Sleeping Dogs, gefällt mir das Game schon nochmal eine ganze Ecke besser. Ja, da freut sich selbst der Sänger. Ne? Hör da. Ja. So, und ich düse jetzt mal zum nächsten Punkt, weil sonst kommen wir da nie an. Auch wenn die Musik hier schön ist, aber wir müssen ja auch mal was tun. Sicheres Haus ist da vorne und hier ist Amanda. Und da wollen wir jetzt mal hinbrausen. Gibt es da nicht eine Abkürzung? Ich fahre weiter geradeaus, das sehe ich nicht ein. Obwohl, das ist wahrscheinlich eine Brücke hier, ne? Und das wahrscheinlich auch. Das heißt, das wäre der kürzeste Weg hier einen U-Turn zu machen. Mama. Yeah. Scheiße, nicht ganz. Alter. Mann, ey. Frau am Steuer ungeheuer. Sage ich gerade, weißt du? Oh, danke fürs Anschieben auf jeden Fall. So, den müssen wir doch ownen hier. Den Burschen. Oh, da müssen wir abbiegen. Alter. Hätte mir das nicht mehr vorher sagen können hier. Wir brauchen so eine chinesische Navigationsfrau. Das wäre mal cool gewesen eigentlich, nur als Gimmick. Dass dann die sagt, bitte links abfahren. Ja, hier ist eine lange Linkskurve. Jetzt scharf links abbiegen. Bitte achten Sie darauf. Oh, eine Drogenrazzia. Aber der Track ist gerade so cool. Sollen wir jetzt bei der Drogenrazzia mitmachen oder da? Und guck mal unsere Karre an, die auch schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Drogenrazzia oder weiterdüsen? Tja, ich steig mal aus. Komm, wir gucken mal uns an, was wir da machen können bei den Drogenrazzia. Vielleicht brauchen die Hilfe. Ach so, der ist sich einmal im Rauchen. Ach Mann. So, der hatte schon mal den Arm gebrochen. Ich hoffe, er liegt nicht in seinem eigenen gebrochenen Arm, versteht sich. Nix da, kleiner Mann. Bam. So, der Hit war auf jeden Fall ein richtiger, schöner Facekick. So, Jungs, hä? Wer will? Hä? Kommt einer nach dem anderen. Vielleicht der Rechte, der Dicke da. Hä? Der macht den Kranich. Den Kranich kann ich auch, schon längst. Seitdem ich den ersten Bruce Lee-Film geschaut habe, kann ich Kranich. Macht ihr eigentlich irgendwie einen Kampfsport oder sowas? Da gibt es ja diverse Kampfsportarten. Judo. Boah, die Typen wollen nicht so richtig, ne? Da muss ich sie halt packen. Alter, der hat mir einen Arschtritt verpasst. Bam, dafür gibt's gegen die Wand. Und nochmal hier, komm nochmal hoch. Ja, komm nochmal lieber zu mir, ja? Und jetzt hier, schön auf die Kauleiste. So, der bleibt erstmal liegen. So, der Fettsack vielleicht hier. Nee, nehmen wir erstmal den anderen hoch hier. Den werfen wir um. Fuck, der hält mich fest, der Sack, ey. Bams. Und jetzt reicht's mir, Dickerchen. Bam, bam. Das gab schön auf die blutige Kauleiste. Oh, da kommen mehr von den Pennern. Oh, auf den Helmboxen ist wahrscheinlich nicht so clever jetzt hier. Ja, ja, Jungs, kommt her. Immer mit der Ruhe. Der blutet unter dem Helm durch, aber der schützt ihn offensichtlich auch. Und wir müssen aufpassen, dass dieser Typ hier, dieser Dicker, den wir uns jetzt mal krallen werden. Alter, der ist nicht so leicht zu krallen. Scheiße. Boah, Alter, der hat richtig wehgetan. Scheiße, dass der uns auf den Boden bekommen hat. Okay, der Dick ist also, mit dem ist nicht so witzig, ihn zu fressen. Und jetzt hier gegen die Mauer. Oder eben gegen das Garagentor. Steht immer noch. So, der wäre auf jeden Fall nicht mehr verbleibend. So, und wie soll ich dem Typen hier auf die Kauleiste geben?
Fuck. Nein. Fuck, ich bin ausgewichen, aber ich konnte irgendwie nicht richtig. Fuck, jetzt wird's richtig eng. Jetzt soll ich mir einen Drink holen, sonst verkacke ich hier diesen Fight, der eigentlich so zunächst total easy going war. Alter, da kommen noch mehr? So, boah, ich musste mich gerade höchst konzentrieren, damit ich noch die zwei Schläger hier kriege und deswegen habe ich noch die Schnauze gehalten. Alter, diese Fettsäcke, die sind nicht ohne. Da müssen wir tierisch aufpassen, aber immerhin 200 Hongkong-Dollar Belohnung. 2000? Ja, und eben war ich ja noch schön über Kampfsportarten am Reden. Und hier dieser Bursche, was macht der wohl? Kung Fu? Was macht unser Held Wei Shen? Das könnt ihr mir doch bestimmt verraten. Hier haben wir noch eine Überwachungskamera, die wir hacken können. Probieren wir es mal aus. Denn wir müssen ja bei dieser Razzia Unterstützung leisten. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Und ich hoffe, dieser Kampf ist nicht so hart. Ja, wieder dieses Hackerspiel. Es dürfen keine gleichen Ziffern da sein, deswegen probiere ich es erstmal immer mit der 1, 2, 3. Mal gucken, was dabei rauskommt. Die 0 ist falsche Position. Alles klar. Das heißt, die 0 ist schon mal dabei. Und die 1, 2, 3 schon mal gar nicht. Das heißt, 4. Probieren wir hier mal die 0. Die 5 und die 6. Ah, die 4 und die 6 sind nicht dabei. Das heißt, die 8 und die 7. Ne, dann probieren wir mal hier die 5. Und hier die 7. Und da machen wir mal, wo die 0 ist, die 8 hin. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Wir müssen ja das Ausschließverfahren jetzt hier in Kauf nehmen. Oh, alle an falscher Position. Also 5, 8, 7. 7 ist noch eine falsche Zahl. Das müsste dann die 9 sein hier. Ich hoffe, das ist dann richtig. Obwohl wir jetzt natürlich die Zahlen hier mal umtauschen sollen. 8 machen wir mal hier hin. Die 5 hier hin. Und die 0 machen wir dann dahin und die 9 dahin. Ach, da gehe ich einen runter. Hier so. Okay. Zwei verbleibende Versuche, das heißt 9 und 5 austauschen und dann müsste die Sache geritzt sein. Ein bisschen komplexer hier. Zack, Zugriff gewährt. Jetzt können wir das Überwachungssystem auch benutzen. In der Lumei Alley. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon machen will. Eigentlich habe ich ja nur kurz hier meine kurze Rallyefahrt unterbrochen. Und eigentlich wollten wir ja da vorne zu der nächsten richtigen Mission. Komm, springen wir erstmal in die Karre. Wenn die Frau hier so nett stehen bleibt, um uns ihrem Mitsubishi zu überlassen oder was auch immer ist. Woo! Ach, so ein bisschen relaxing Chillout-Mucke, ist auch nicht schlecht. So, erstmal kurz auf die Map schauen. Da haben wir auch natürlich noch weitere Drogenrazzias, die kommen mir scheinbar überall vor. Da gibt es noch viel, viel, viel zu tun. Aber wir wollen ja eh zu Amanda, zu guten Amanda düsen. Das haben wir ja immer noch nicht gemacht, insofern geben wir mal Gas. Noch 300 irgendwas Meter, da sind wir ja gleich da bei der guten Amanda. Schnell mal die Straßenseite wechseln. Wir dürfen das ja, wir sind Polizisten. Selbst wenn wir den Tod fahren, gibt das nur Punktabzug bei den Stats. Kriegst du halt nicht so schnell eine Auszeichnung, eine neue, ist aber halb so wild, ne? Würde ich mal sagen. Wenn das Menschenleben wert sind, nur noch heutzutage virtuelle Menschenleben, was soll man da nur machen? Ich bin ja für virtuelles Leben. Und jetzt steige ich mal aus, bevor ich hier noch weitere blöde Predigten halte. Ah, an den Gesundheitsschrein können wir eigentlich mal dran gehen gerade. Und um uns ein bisschen zu refreshen. Ach so, da betet man zu Buddha. Ist interessant. Das mache ich auch, wenn es mir schlecht geht. Sollte ich auch mal zu Buddha beten, damit ich wieder aufgepimpt werde. So, jetzt hier erstmal Amanda. Excuse me, do you speak English? I like to think so. Not enough to get by anyways. You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh. yeah, I speak English. I kind of guessed. What can I do for you? I'm looking for this place, Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Okay, yeah, that'd be really great. My name's Amanda, by the way. Or Amy. Either one is fine. Well, nice to meet you, Amy. I'm Wei.
Nett, sie kennenzulernen, Amanda. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, Drogenrazzia oder Amanda irgendwo hinfahren? Wir fahren natürlich Amanda irgendwo hin. Da machen wir doch Flirten, ne? Hier, Ladies first, hier. So, und wir haben natürlich super viel zu wählen, deswegen können wir ja nur diese 270 DX nehmen. Vielleicht kann die Amanda hinten drauf springen. Ah, ohne Helm natürlich. You thinking of becoming Chinese? No. I just finished college and I'm doing a bit of traveling. You know, figuring out what to do with my life, that sort of thing. How's that going? Well, I've only been traveling for a few weeks, so no real progress on the life front yet. But I'm checking out Hong Kong for a while. What about you? You got it all figured out? I wouldn't say that. You know, I got a few family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. Oh yeah? You got any point? So this is the Bam Bam Club. Back home I saw a restaurant that looked a little bit like this. Don't let the locals hear you say that. Oh yeah? You got any pointers? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before crossing the street, always buckle your seatbelt, and only apply makeup at red lights. Don't text and drive, you know, that kind of thing. Words to live by. Hat eine verdammt coole Synchro-Stimme, die Amanda, finde ich. Ist echt nice. Oh, sorry, Amanda, da hinten. So, und jetzt ballern wir mal hier weiter über die Streets von Hongkong. Amanda will wohl so eine kleine Stadtrundfahrt. Der Bam Bam Club ist scheinbar für sie nur so eine kleine Kneipe. Sah eigentlich doch ganz fresh aus, muss ich sagen. Wow. This is a pretty cool place for a Kung Fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Not that temple, anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for... What was it? Fists of Carnage? No, it was used in the Grandfathers of the Shaolin Fist. Der gute Großvater mit der Shaolin Faust. Jetzt nochmal zur Martial Arts Schule. Kampfkünste, Kung Fu kommen natürlich in dem Spiel nicht zu kurz. Ab durch diese kleine Gasse. Im Dunkeln ist ja gut munkeln bekanntlich. Und scheinbar ist die Amanda so eine Art, ich sag mal, Schnitte. Die hier die Schnitte im Film darstellen soll. Wisst ihr? Vielleicht hat die ja so eine Art Beziehung, die da aufgebaut wird für zwischen Wei Shen, unserem Hauptcharakter, und dieser lieben Amanda. Isn't this school supposed to be in a temple? Can I help you? Yeah, I'd like to sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Your guidebook? Yeah, it said you teach a style with a long lineage, but in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you, did you also read about this place in some book? Well, I... Wait. I know you. Yes, Sifu Kwok. I used to be your student. I'm Wei, Wei Shen. Yes. The one who went to America. So you brought this girl back with you. Your skill level with girls, very good. Now time to assess your skill level in Kung Fu. Ja, noch eine kleine Runde Kung Fu mit der Amanda, oder was? Ach nee, jetzt, gegen den Meister? Bewegen Sie sich und drücken Sie linke Maustaste, während Sie jemanden anvisiert haben, um in verschiedene Richtungen zu schlagen. Ach, interessant, ob ich das hinkriege mit der... Uiuiui. Los geht's. Ach, das ist ja gar nicht so schlecht, muss ich jetzt mal sagen. Also ich hab's gecheckt. Hoffentlich. Und jetzt geht's los, offensichtlich. Oh, oh. Zack. Zack. So schnell kann man wen von den beiden holen. Obwohl, ich muss sagen, die Kombos gehen eigentlich mit Maus und Tastatur. Ups, sorry, ey. Ach, die Schüler soll ich jetzt besiegen. Alles klar. Shit.
Did you practice by watching television? Komm, jetzt probier ich mal diesen Sweepkick. Just because you were once good doesn't mean you are now. Bams. Shit, du kleiner Hampelmann, du hast mich eben schon mal angehauen. Jetzt reicht's. Bams. So. I try to steer them in the right direction, especially the younger ones. But they all want to be Songong Yi. Now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion, and pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Oh, Jade Rat. Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student. Corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. This collection meant a lot to me. But sometimes you just have to let things go. I should close up. It was good to see you again, Wei. And your lovely fiancé. What? Okay, that was fun. What do you want to do now? I need to get home. But, I will definitely call you later. Na dann, bis später. Amanda, erhält eine Belohnung. Sweepkick, Amandas Telefonnummer, Trainingsklamotten und biografische Notizen. Wei Shen. So, ja, das war doch mal wieder eine lustige Aktion hier. Mit Ting können wir jetzt theoretisch ja auch. Truck mit Verkleidung steht in vor Popstars Hof. Überwachen Sie seinen nächsten Schritt. Ja, das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge, liebe Freunde, wenn wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Sleeping Dogs. Und das wahrscheinlich schon morgen. Bis dahin.